Unser Anfang und unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht ablässt das Werk seiner Hände. Amen. Willkommen auch heute wieder zur Andacht am Montag, den 27.04. Vielleicht muss ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dagobert Rick und ich gehöre auch zu der Gemeinde in Krelingen. Die Losung steht, die Losung der Lehrtext stehen bei 1. Mose 3, Vers 8. Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Lehrtext Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für den neuen Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und dir die Ehre geben. Amen. Oh, Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Hier geht es vielleicht auch bei Adam und Eva um eine zwischenmenschliche Beziehung. Die verstecken sich beide, also sie sind sich einig, dass man das tun könnte. So vielleicht wie bei zwei Kleinkriminellen, die gemeinsam einen Gesetzesbruch planen. Also manchmal kann man sich auch einig sein über eine Sache, die man zusammen tut und denkt, dass es dann deswegen richtig ist. Das könnten viele Bereiche sein, in der Beziehung, in der Gemeinde. Aber in der kleinen Selbstprüfung, in einer ruhigen Minute vielleicht, oder abends vorm Einschlafen, stellen manche Menschen in ihrem Denken fest, dass sie sich vielleicht vor den Ansprüchen Gottes auch verstecken. So wie wir es gerade in der Losung gelesen haben. So erzählen mir manchmal einige Menschen, dass sie gar nicht in diesem freiheitlichen Leben leben, sondern sich mit eigenen Gedanken sich ihr Leben auch schönreden müssen. Dinge, Umstände oder Situationen eher als Knechte empfinden, depressiv. Und so fürchten sie sich davor und vergraben oder versuchen auszubrechen aus dieser Situation. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, so war der Lehrtext. Also vielleicht erlebe ich manchmal Familie oder eine Freundschaft, die ich meine, vor den Augen Gottes beschönigen zu müssen, verstecken zu müssen, also nicht auslebe vor mir selber und vor Gott, sondern nur in der Darstellung, in der Verbindung mit anderen Christen schönrede. Vielleicht wollen wir vor uns selbst oder vor anderen heilig gesprochen werden. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Ich denke, so vor einem unbekannten Gott kann man sich vielleicht verstecken oder den kann man was vormachen. Hier aber im Lehrtext wird uns gesagt, dass es Menschen gibt, die im innersten Wesen das Wesen der Kindschaft Gottes haben. Also so wie Jesus. Und dass die Beziehungsebene zu Gott eine Beziehungsebene ist, also bei Adam und Eva, die völlig anders ist als eine Beziehung durch Jesus Christus. Vor Gott. Vor einem unbekannten Gott kann man sich wahrscheinlich verstecken. Ein Gott, den man selber nicht kennt, den kann man sich vorstellen als einen Gott, vor dem man sich verstecken kann. Aber in der Tiefe der Beziehung, wie sie im Lehrtext beschrieben ist, gibt es diese Furcht nicht. Zwei Fragen.
Erstens, meinen wir wirklich, dass wir uns vor dem Angesicht Gottes verstecken könnten? Zweitens, wollen wir in dem Geist dieser Gotteskindschaft stehen und damit in der intensivsten Vertrautheit, die Gott uns durch Jesus Christus anbietet? Amen. Unsere Gebetsanliegen werdet ihr gleich eingeblendet sehen. Lasst euch im Herzen inspirieren und habt eure Gemeinschaft mit Jesus Christus und tragt mit seinem Herzen zusammen die Anliegen. Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.